Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Am Mikrofon meldet sich das gewohnte Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Auf unserem Programm steht heute eine hochinteressante Partie. Malmö FF gegen Brøndby IF. Ich bin sicher, beide haben sich heute viel vorgenommen. Die Kulisse stimmt, die Stimmung ist erstklassig. Alle erhoffen sich ein tolles Spiel und ich bin sicher, wir werden hier heute großartigen Fußball erleben. Und los geht's. Da ist jetzt Platz. Tor! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. So langsam wird es gefährlich. Er hält drauf. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Die Ecke kommt. Sie können diesen Angriff nicht in etwas Zählbares ummünzen. Gutes Tackling hier. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Gute Chance. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Er geht in den Strafraum. Er bringt den Ball nicht raus. Er hat die Chance. Wahnsinn. Er hält ihn. Kiesetiller. Sie lassen den Ball gut laufen. Peña. Da ist das Tor und damit erhöhen sie ihren Vorsprung auf 2 Tore. Ja. 2:0 steht's hier. Sie machen einen guten Eindruck. Wird das eine Torchance? Knappe Nummer hier, aber das war abseits. Jo Inge Bergitz. Guter Steilpass hier, macht er gut. Sie suchen die Lücke. Gut verteidigt. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Stark verteidigt. Die Gastgeber tun sich beim Ballbesitz schwer, aber wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles, sehen wir auch am Ergebnis. Du musst aus dem Ballbesitz, den du hast, einfach was machen. Jetzt lassen Sie sich hier erstmal wieder kommen. Sie schirmen den Ball ab. Ja, das gibt Einwurf. Sie unterstützen gut. Daniel, was? Was für eine Chance! Sie leben noch. Das war der Anschlusstreffer. Geht noch was? Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Pausenpfiff. Durchgang 1 ist zu Ende. Kurz durchatmen. Dann geht's hier weiter.
So, weiter geht's. Wir gehen rein in Durchgang 2. Gute Pässe jetzt. Könnte der Ausgleich werden. Abwehr nicht aufmerksam genug und dann können sie diesen Nachschuss halt auch verwerten. Damit habe ich wirklich nicht mehr gerechnet. Sie schaffen hier wirklich noch den Ausgleich. Da bekommt er Unterstützung. Macht er das Tor? Keine Gefahr mehr, gut gelöst. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Ja, vielleicht kommt jetzt was. Sie holen sich die Führung zurück, da ist das Tor. Ah, sie sind heute einfach richtig stark. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Peña! Sie ziehen davon unaufhaltsam, gleich der nächste Treffer. Und damit sind sie nun mit 2 Toren vorne. Wunderbar, wie er diesen Ball ins Netz zimmert. Was für ein Tor. Unhaltbar. Also den Abschluss kann wahrlich nicht jeder. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. Ja, ganz sicher. Ball ist raus. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Eine super Parade. Verhindert das Tor. Tolle Szene. Extra Lob. Jetzt der Spielaufbau. Vielleicht können Sie diesen Schwung jetzt auch offensiv nutzen. Fairer Einsatz hier. Ist das der Anschlusstreffer? So gerade eben noch geklärt, da wäre es fast passiert. Christiansen. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Daniel Vaz. Gibt das den Anschluss? So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. So, Schlusspfiff. Das war's in diesem Spiel. Der Sieg geht also am Ende an die Gastgeber. Tja, an diesem knappen Sieg sehen wir mal, wie stark diese Mannschaft wirklich ist. Es ist gar nicht so leicht, so ein Ergebnis über die Runden zu bringen. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.